Einige von euch haben es eventuell schon mitbekommen und auch im Unboxing gesehen. Ich habe mir ein neues Kamera-Equipment zugelegt, welches aus einer Sony Alpha 6300 besteht und einem Sigma 18 bis 35mm Objektiv mit einer durchgehenden Blende von f1.8. Dieses Kamera-Setup habe ich nun schon ein paar Tage und ich habe auch schon ein bisschen damit rumgespielt und mal ein paar Shots gemacht, geguckt, wie funktioniert die Kamera, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Und das hier ist zwar jetzt das erste Video, welches mit dieser Kamera online geht, aber ich habe schon einige Erfahrungen damit gesammelt und ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen mehr als nur einen ersten Eindruck, weil ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt habe. Und schon beim Unboxing kamen viele Fragen zu der Kamera und wie es jetzt mit meinem Kamera-Equipment weitergeht. Und ich habe mir gedacht, deswegen mache ich einfach nochmal ein Frage-Antwort-Video nur dazu, zu meinem Kamera-Equipment. Und deswegen habe ich mir auf Twitter jetzt nochmal ein paar Fragen stellen lassen und diese werde ich in diesem Video beantworten. Also viel Spaß! Die erste Frage ist Canon vs. Sony. Wer gewinnt? Und meiner Meinung nach, so hart es jetzt klingt, aber Sony gewinnt eindeutig. Wenn ich jetzt von meiner Sicht aus gehe als Videomaker, dort auf jeden Fall wegen der Auflösung und allem, einfach weil das Bild mittlerweile viel hochwertiger ist als bei Canon. Canon hat zwar damals mit der 5D Mark II, wo sie dann die Videoaufnahmen für DSLR-Kameras ermöglicht haben, waren die zwar Vorreiter, auch was den Video-Look angeht und so, aber mittlerweile ist Canon einfach in der Hinsicht echt zurückgeblieben und die anderen Hersteller ziehen nach und gerade Sony ist meiner Meinung nach dort am innovativsten, was jetzt die Kameraprodukte angeht. Ich meine die Alpha 7S zum Beispiel mit der super Lowlight Performance, jetzt auch die Alpha 6300, welche ja ein ultrascharfes 4K-Bild hat und da kann Canon einfach nicht mithalten. Und auch für Fotos sind Sony-Kameras jetzt auch nicht wirklich schlecht. Wobei ich mich da jetzt nicht auskenne, was jetzt besser ist, ob Canon oder Sony. Aber so aus meiner Sicht aus ist Sony auf jeden Fall vor Canon. Bist du mit dem Objektiv zufrieden, beziehungsweise willst du dir irgendwann mal ein anderes holen? Und meine Antwort darauf ist, soweit bin ich zufrieden. Das Sigma 18-35mm ist ein super scharfes Objektiv, welches eine durchgehende Blende von f1.8 hat. Das heißt, es ist nicht nur scharf, sondern es ist auch ultra lichtstark. Das heißt, ich kann auch in super schlechten Lichtsituationen noch ziemlich gut filmen, ohne dass ich den ISO-Wert zu hoch drehen muss, wodurch ja das Rauschen hochgehen würde. Und das finde ich einfach echt super. Und dass die Blende durchgehend ist, ist auch super. Dass ich da dann halt bei einer Location, wenn ich zum Beispiel hier bei mir im Zimmer filme, kann ich bei Produkten so hin und her zoomen, wie ich möchte, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, wie ich jetzt die Einstellung möglichst so einstelle, dass das Bild am Ende gleich aussieht, damit ich dann nicht in der Nachbearbeitung noch so viel daran rumdrehen muss, weil meistens bekommt man den Bildlook dann auch nicht genauso hin und dann sieht man einfach von jedem Clip einzeln, dass ein gewisser Unterschied in der Belichtung und Ausleuchtung da ist und da finde ich einfach super, dass das bei diesem Objektiv nicht der Fall ist. Ob ich mein anderes Objektiv holen werde, weiß ich noch nicht. Aber wenn ich meins hole, ist es auf jeden Fall ein Objektiv, welches nicht ganz so schwer ist. Weil das Sigma, das hat halt ziemlich viel Glas im Inneren, wodurch es auch so scharf und lichtstark ist. Aber das Glas hat natürlich den Nachteil, es wiegt eine ganze Menge. Und es ist auch ziemlich groß. Also das Objektiv wiegt so um die 815 Gramm. Das ist schon eine ganz schöne Menge und gerade wenn ich jetzt auch überlege, dass ich mit dieser Kamera dann vloggen möchte, da kann ich nicht mit einem 815 Gramm Objektiv durch die Gegend rennen, das ist viel zu schwer und außerdem hätte ich da auch ein bisschen Angst um das Objektiv, weil so ein schweres Equipment, gerade was die Gewichtverteilung angeht, weil ja der Schwerpunkt ziemlich weit vorne ist, hätte ich schon Angst, dass mir das dann irgendwie runterfällt. Und 700 Euro für ein Objektiv sind auch nicht gerade wenig, deswegen da auf jeden Fall ein Objektiv, welches leichter ist und eventuell noch eins dann, was auch einen weiteren Zoombereich hat, weil 18 bis 35 mm sind schon ziemlich eingeschränkt,
aber sonst bin ich mit dem Objektiv eigentlich ziemlich zufrieden. Kannst du die Kamera zum Vloggen empfehlen? Ich selber habe mit der Kamera jetzt noch nicht gevloggt, aber ich habe schon einige verschiedene Tests gemacht, was Lowlight angeht, was den Weitwinkel auch angeht jetzt, weil der Crop ist ja nur ganz minimal, auch beim 4K-Modus. Also man hat fast einen Full-Sensor-Readout mit 25 FPS. Bei 24 FPS ist es ja wirklich ein kompletter Full-Sensor-Readout. Und mein erster Eindruck sagt, ja, man kann mit der Kamera super vloggen. Gerade auch, weil der Autofokus ja so super ist, was ich jetzt nur halt bei meinem Objektiv nicht benutzen kann, weil ich ja ein Canon-Objektiv über einen Adapter an den Sony E-Mount angeschlossen habe, weil es dieses Objektiv nicht als E-Mount-Version gibt. Das ist übrigens mit ein Grund, warum ich mir ein weiteres Objektiv zum Vloggen kaufen würde, einfach weil ich den Autofokus dann brauche. Aber ich denke mal, damit kann man ziemlich gut vloggen. Das Einzige, was eventuell ein Nachteil werden könnte, ist das Display, welches man ja nicht umklappen kann. Das heißt, wenn ihr so vloggt und in die Kamera redet, dann könnt ihr euch nicht sehen. Und das kann natürlich für den einen oder anderen schon tricky werden. Und das andere, was eventuell ein Problem werden könnte, ist die Akkulaufzeit. Aber ich glaube, da kann man dann auch einfach mehrere Akkus nehmen und dann sollte das auch gehen. Welches Gerät von deinem Equipment benutzt du am längsten? Also ich beziehe das Ganze jetzt einfach mal auf mein Kamera-Equipment, weil dieses Video ja wirklich nur um mein Kamera-Setup geht. Und das, was ich aktuell davon am längsten benutze, ist tatsächlich die SD-Karte, auf welcher ich die ganzen Videos speichere. Das ist eine 64 GB SD-Karte, die ist natürlich auch 4K-fähig, sonst könnte ich das hier nicht aufnehmen. Die war auch nicht wirklich teuer, ich verlinke euch die einfach mal unten in der Videobeschreibung. Die kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und das ist so das, was ich am längsten benutze. Danach kommt dann mein Stativ, dann der Fluidhead und dann das Kamera-Setup selber mit dem Objektiv. Aber ich bin insgesamt ziemlich zufrieden damit und denke mal, ich werde dieses jetzt auch etwas länger so nutzen. Hast du die Kamera ausschließlich zum Filmen oder auch zum Fotos schießen? Und das ist so eine Sache. Ich meine, ich habe eine Kamera, damit ich damit filmen und Fotos machen kann. Aber im Alltag, beziehungsweise ich selber, ich filme eigentlich hauptsächlich mit der Kamera und mache eher wenige Fotos. Und im Urlaub habe ich dann meistens auch immer nur mein Smartphone dabei. Und mal, wenn ich wirklich Bock drauf habe, nehme ich die Kamera und gehe dann damit irgendwie gezielt irgendwelche nice Fotos machen. Also ich denke mal, ich werde die Kamera auch eher zum Filmen verwenden, aber natürlich, wenn ich Lust drauf habe, damit zu fotografieren, dann nehme ich auch die Kamera, um damit zu fotografieren. Oder halt eventuell auch noch die NX 500, welche ich ja auch noch habe, die steht da hinten, weiß ja nicht, ob ihr die seht, weil ich kann mich ja gerade nicht selber sehen. Aber die nehme ich dann eventuell oder die Kamera. Aber die Kameras, die ich habe, die sind nicht ausschließlich zum Filmen, sondern auch, wenn ich Lust drauf habe, zum Fotografieren gedacht. Was ist dein Lieblingsfeature an der neuen Kamera und was gefällt dir überhaupt nicht dran? Ich würde sagen, an der Kamera selber, das Lieblingsfeature ist einfach mal die Bildqualität, weil die Kamera nimmt ja ein 6K-Bild auf und intern wird dieses 6K-Footage dann auf 4K runterskaliert. Das heißt, es ist ein ultrascharfes 4K-Bild. Und was mir an der Kamera gar nicht gefällt, das sind eigentlich nur zwei Dinge. Das Klappdisplay bzw. das nicht vorhandene Klappdisplay und die schlechte Akkulaufzeit. Das Problem bei dem Display ist, man kann es zwar ein bisschen schwenken, aber man kann es weder nach oben umklappen noch zur Seite klappen. Und so habe ich jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich vor der Kamera bin und nicht sehen kann, ob ich im Fokus bin, ob die Aufnahme noch läuft oder ob die abgebrochen ist und ob ich überhaupt im Bild bin. Grob gesagt, ne? Aber das kann ich gerade einfach alles nicht sehen und es ist natürlich für mich dann auch schwieriger dann zu denken, ja, nehme ich jetzt noch auf, ist alles super oder rede ich jetzt gerade sinnlos hier rum und es wird gar nicht aufgenommen. Und deswegen brauche ich eigentlich auch noch irgendeinen Videomonitor für obendrauf, damit ich mich dann auch noch sehen kann. Und die Akkulaufzeit, meine Güte, Sony, was, ich will nicht sagen, was könnt ihr eigentlich, aber in der Hinsicht, was Akkus angeht, könnt ihr eigentlich nichts. Wenn ich einen Produktschwenk mache,
in einem Review, dann ist er meistens so 30 Sekunden lang. Also dann geht das Produkt einmal von rechts nach links oder von links nach rechts durchs Bild. Und da komme ich am Ende mal so auf ca. 30 Sekunden, die der Schwenk geht. Und bei einem Schwenk, der 30 Sekunden geht, verbraucht diese Kamera so 1-2% Akku. Das müsst ihr euch mal überlegen, das ist ein Schwenk. 1-2% Akku. Und wenn ich länger filme, dann natürlich noch mehr. Und ich finde, es ist einfach eine viel zu kurze Akkulaufzeit und ich denke mal, da brauche ich auch noch mehr als einen Akku. Ich habe die Kamera jetzt auch gerade, weil die nicht ganz aufgeladen war, habe ich die noch am Netzteil dran und lade die nebenbei, während ich jetzt hier aufnehme. Einfach, damit ich sicher gehen kann, dass die Kamera nicht auf einmal ausgeht. Also Klappdisplay und Akku gefällt meiner Kamera gar nicht. Dann wirst du die NX500 behalten als Zweitkamera? Erstmal ja, ich gebe die wahrscheinlich irgendwie meinen Eltern weiter, dass die verwenden können, weil die haben noch eine Canon EOS 400D, die ziemlich alt ist. Und da können die dann einfach meine NX500 benutzen. Und ich kann mir die dann auch noch, wenn ich die mal brauche für Videos, einfach nehmen. Also ich denke mal, die bleibt auf jeden Fall in der Familie. Aber ob ich die jetzt behalte oder meine Eltern die benutzen, das ist eigentlich egal. Aber Hauptsache, sie bleibt hier im Haushalt von uns, dass ich, wenn ich sie brauche, die auch noch verwenden kann. Hast du den Kauf deiner jetzigen Kamera bereut? Nein, bisher habe ich den Kauf noch nicht bereut. Ich bin sogar ziemlich froh, weil im Vergleich zur NX500 ist die Kamera einfach so viel besser. Sie hat keinen Crop-Faktor, ich muss die Videos nicht konvertieren, bevor ich sie schneiden kann. Das Bild ist schärfer, ich kann länger aufnehmen, das Gehäuse ist hochwertiger und so. Es gibt so viele Vorteile. Also bisher habe ich den Kauf noch nicht bereut. Als letzte Frage, wie kannst du dir diese Kamera und noch das andere Equipment alles leisten? Also, man muss natürlich bedenken, ich bekomme Taschengeld monatlich. Diese spare ich dann meistens, um mir davon technische Geräte zu kaufen, weil ich das Geld für andere Sachen einfach nicht ausgebe. Dann zum Geburtstag und zu Weihnachten, da bekomme ich dann immer Geld, weil ich der Meinung bin, dass ich mit Geld im Endeffekt mehr anfangen kann, als wenn ich von Leuten irgendwelche anderen Dinge geschenkt bekomme, wo ich dann eventuell doch denken würde, okay, ich hätte mir lieber das gekauft und dann bekomme ich lieber Geld. Beziehungsweise ich wünsche mir einfach Geld und es ist für die anderen auch leichter, mir Geld zu geben, von dem ich mir dann was Perfektes kaufen kann für mich, wo ich der Meinung bin, dass ich damit was anfangen kann, dass ich es brauche, als wenn ich irgendwelche Sachen geschenkt bekomme. Und dieses Geld spare ich dann meistens auch für technische Geräte an. Und der letzte Punkt ist natürlich, mein YouTube-Kanal ist zwar noch nicht der größte, es gibt noch Kanäle, die weitaus größer sind, aber trotzdem bekomme ich hier und da auch mit meinen Videos irgendwie Geld rein. Und dieses Geld, welches reinkommt, das wird dann auch wieder komplett in technische Geräte investiert. Und ich kaufe mir die Geräte ja nicht nur, weil ich Videos mache, also die Kamera jetzt in dem Fall vielleicht schon, aber so ein Smartphone oder alles, das kaufe ich nicht nur für YouTube, das kaufe ich auch für mich, weil ich einfach ein technikinteressierter Mensch bin und gerne auch mein Geld einfach für Technik ausgebe. Und so finanziert sich dann sowas. Das ist natürlich trotzdem ein Haufen Geld, aber ich gebe das Geld halt nur dafür aus und das macht mir Spaß. Technik ist mein Hobby. Genau. Aber das waren jetzt so alle Fragen, die ich hier auf Twitter und so bekommen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von der Videoqualität haltet. Und dann könnt ihr euch auch auf morgen freuen, denn da kommt das nächste Review, welches ich komplett mit dieser Kamera produziert habe. Also schaut morgen auf jeden Fall auch wieder vorbei. Bis dahin. Ciao.